Heute schauen wir uns wieder das Gimme die Toilet an und wir haben etwas sehr, sehr Cooles gefunden. Ein paar sehr, sehr nice Animationen. Es gibt Kämpfe zwischen allen möglichen Charakteren und es wird sehr, sehr nice. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst ein Like da, wir gehen rein, Kuss und let's go. Wir sind auf dem Kanal von WinHP und wie ihr sehen könnt, ist hier der Kameramann am Start. Und es ist bis jetzt so 2D-Sicht und der Gimme die Toilet-Typ, Junge, der kriegt jetzt erstmal direkt eine richtig dicke Schelle und der drückt das Klo zu und spült einfach runter. Das war schon ein geiler Move, aber jetzt kommt noch mehr. Er schmeißt die Toilette auf einen. Oh, Bro. Okay, das wird auf jeden Fall wild. Er wird umgeschmissen und sie haben seinen Kopf zerstört, ne? Alter Schwede, da ist der Kameramann. Digga, einfach Spiegelreflex-Kameramann plus Kameramann. Junge, wie heftig ist das denn? Das sind einfach... Ist das der Spiegelreflex-Kameramann? Das wird ein richtig wildes Video. Der, seit wann gibt's den denn? Wow, der Smashdown! Mit der einen Hand... Bruder, was geht da gerade? Okay, ich bin gerade ziemlich geflasht. Und ja, die Spinne macht ihn auf jeden Fall auch nichts aus. Er übernimmt den Rest, alter Schwede. Aber jetzt ist hier der Bandit, der ihn weggelasert hat. Die Camo-Toilet, Leute. Jetzt kommt allerdings... Oh, der Kamera-Titan. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, Junge. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Sorry, Mann. Aber er hat ein dickes Schild am Start. Und er kann ihn halt nicht weglasern. Jetzt kommt ein Fußtritt. Digga, komplett rein ins Klo, ne? Alter Schwede. Und jetzt kommt die Skibidi-Boss-Toilet. Er hält das Schild dagegen. Der Laser... Schallert ordentlich rein. Beide müssen jetzt gegeneinander. Es wird auf jeden Fall ein ganz dickes Ding. Es kommt ein Laser zurück. Und er drückt ihn ins Klo rein. Jetzt würde ich mal ganz schnell runterspülen, Brudi. Macht er nicht. Und das wird ihm zum Verhängnis. Was haben wir hier? Die haben jetzt mittlerweile die Speakermans übernommen und die Kameras auch. Und der TV-Man hat alles gesehen. Oh, das wird ein sehr, sehr geiler Kampf. Da sieht man seine Superpower. Bisschen von Son Goku abgekupfert, der Sound. Aber sehr geil. Und zack, sind die Leute erledigt. Und der Speaker kann jetzt sich wieder hier befreien. Sieht auf jeden Fall gut aus. Es geht weiter. Und er spielt direkt mal runter, auf entspannt. Jetzt kommen die Flugzeugtoiletten. Bruder! Der TV-Man ist einfach unmöglich zu zerstören. Ich sag euch, wie es ist. Wie willst du das machen? Er hat was? War das denn gerade für eine Power? Jo. Alright. Der Fernseher ist auf jeden Fall RIP. Aber das, meine Freunde, das hier, das wird jetzt richtig reinzünden. Denn wenn ich sehen würde, dass einer meiner Mates down ist, würde ich so flippen und guck dir das an. 5 Fernseher-Laser gleichzeitig und die Welle da oben würde ich meine Hand für uns vorlegen, dass die direkt RIP ist. Perfekt. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Boss, ne? Auch nicht. Der Speaker macht hier erstmal wieder, drückt ihn ins Klo rein. Und spült auch entspannt runter. Wird aber hier von dem gegessen. Und da kommt, yeah! Der Speaker-Titan, mein Lieblingscharakter bisher. Ey, der ist so cool. Der sieht auch so cool aus, Leute. Alter Schwede, guckt dir das an, wie der da reingefeuert hat. Und das Klo beseitigt, ne? Auf ganz entspannt. Ich frage mich immer, sind das jetzt eigentlich Klempner, die da die Toiletten bekämpfen? Sind das Klempner-Leute? Könnte man denken. Der, wow, der Boss, Skibidi Toilet Man, mischt sich ein. Kamera mit seinem Schild hier am Start. Speaker und Cameraman zusammen machen hier den Double Takedown. Die Skibidi Boss-Toilette fängt an zu fliegen und hat jetzt mittlerweile 3 Laser am Start. Das wird er niemals packen. Es gibt ein paar Lasershots zurück. Und er hat ordentlich erstmal einen reinbekommen. Jetzt müssen sie zusammen ihn bekämpfen. Es gibt einen richtig dicken Shot ins Gesicht. Aber Junge, das juckt ihn einfach nicht. Der ist zu krass unterwegs. Es gibt noch einen Laser. Er überlebt immer noch. Junge, wie stark ist der? Da kommt der Typ. Bruder, mit dem Schild. Oh, er hat sein Schild verloren. Das ist schlecht, Leute. Das ist sehr schlecht. Beide Laser gegeneinander. Und nein. Jetzt wird er übernommen. Oh Gott. Was für eine unglaublich krasse Geschichte. Und jetzt muss er gegen beide kämpfen. Er wird sich aber erstmal aus dem Staub machen. Jetzt haben wir die Polizeitoilette mit der Uzi am Start. Warte mal, was geht hier ab?
das ist jetzt eine Kamera mit einer, mit einem richtig fetten Objektiv und einer Minigun am Start. Oh Junge, das wird auf jeden Fall böse. Das wird richtig böse. Er hier mit dem Pümpel stopft ihn erstmal direkt rein, der andere wirft ihn ins Gesicht. Aber der Banditen Skibidi Toilet Charakter erledigt hier erstmal. Und da kommen die Uzi Shots rein. Und da wird die nächste Welle an Kameramännern eliminiert. Jetzt holen sie aber die Spinne mal raus. Und der kommt mit richtiger Minigun. Es wird weggetackelt. Und Spiegelreflexkameramann spült eiskalt den Typen des Klo runter auf entspannen. Boah, da werden die immer mehr. Das wird ja langsam richtig nervig. TV-Man mischt sich ein, Leute. Geil. Er zeigt Daumen. Auf entspannt, Leute. Jetzt mit vereinten Kräften die TV und TV-Titan. Boah, direkt mal eliminiert. Die sind straight up raus. Jetzt kommt hier Speedy Toilet. Junge, das Ding ist richtig gefährlich. Der schnellste Charakter bei so einem Skibidi Toilet auch. Mega wild. Und es lasert hier immer mehr rein. Das war's für dich, Brudi. Komplett Feierabend. Es geht hier. Der TV-Man. Er will noch einen dicken Laser reinschallern. Das ist Super Titan TV-Man. Und er hat den Speedy einfach kurz mal erledigt. Allerdings ist jetzt Titan Speaker Man und der Boss am Start von den Toiletten. Und die fetzen jetzt erstmal da rein. Aber haben es überlebt. Auf entspannt. Es gibt ein paar Laser zurück. Das wird die wahrscheinlich nicht tangieren. Allerdings. Die Speedy Toilet macht hier den ersten Schlag. Und da kommt der Titan Speaker und zerstört ihn mal eben ganz easy. Aber das ist kein Problem für Super Titan TV Man. Junge, zeig, was du kannst. Er hat ein Laserschwert einfach direkt am Start. Junge, schneid es bitte durch. Straight up. Er schmeißt den Shot zurück. Okay, was macht er? Wird zurückgeschlagen. Ne? 2 gegen 1 ist auch echt sehr unfair, muss man sagen. Aber was willst du machen? Da kommt einer mit einem richtig fetten Schild. Super Titan Cameraman. Das ist die größte Form von ihm. Und der TV-Man macht jetzt den Speaker wieder klar. Jetzt ist der Speaker-Man wahrscheinlich wieder auf entspannt. Es kommt wieder ein neuer Bomber rein. Toilettenbomber, der schneidet ihn einfach ganz kurz. Jo. Und zack. Jetzt hat die Toilette auf jeden Fall ein richtiges Problem, weil sie von hinten beschossen wird und von vorne. Und es gibt einen Cut ins Face. Super Titan TV-Man macht das Ding klar. Die schießen mit 2, 3 Lasern auf ihn rauf. Das muss das Ende sein. Was geht hier ab? Jawohl, Leute. Alter, so ein geiles Team. So ein cooles Video, Leute. Das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Lasst ein Like da, macht die 100.000 voll. Dickes Küsschen. Denno, out.